Hätte jetzt erwartet, dass irgendwie die alte Dame hier steht oder Ellie oder Lea, also die ganzen Figuren, die weiblichen Figuren, die hier mit dabei waren. Aber irgendwie ist hier nichts. Ey, auf jeden Fall, das Spiel spielt nicht nur mit dem Kopfkino der Menschen. Alles schon sehr, sehr krass. Immer noch Tränen im Auge. Boah. So you finally understand? But why me? You can find similar stories behind thousands of closed doors, Daniel. Children or adults trying to survive their lives in the best possible way. And many of them live in their own personal hell. Yours will last as long as you let the clock devour the world. At this point, I don't care about your stupid clock. There's nothing left for me in this world. That might be, but still, there's someone waiting for you on this path behind me. Maybe you will change your mind and find them worthy of your help. Goodbye, Daniel. Wir bleiben auf dem Weg. Boah, schwierig. Ganz schwere Kost. Hier? Ja, nein, vielleicht. Hi Daniel. So happy to see you again. Leah, I missed you so much. Really? You haven't forgotten me? How could I? I would never have guessed you were one of those dolls. You call me my doll when I was little. Maybe that's why I became one. Anyway, thank you for my Rosie. It was a nightmare to get the doll back. I have to go now, but thank you again. You are the best. Da geht Lea dahin. You that we would meet again. That time is now. I think I finally understand. You never existed, right? Yeah, but you got me quite right. What does or doesn't exist is based solely on our memory, Dan. If you can remember me, I exist. I'm glad I returned, if only to meet you. I was happy to help. I knew you'd need someone to take care of you. Thank you for everything, Elle. It was my pleasure. Good luck with the clock. Good luck with the clock. Da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, was da passieren wird, wenn wir die wenn wir the clock finden. Und was ist mit the beast? Wer ist es? Also, sind wir es? Ist es die Situation? Ist es Alex? Oder der verdammte Stiefvater? Von Stella. Hello again. Hello again. You're Stella, aren't you? The true one. Maybe I am, maybe I'm not. I'm so sorry for everything I ever did to you. I didn't realize. Didn't I tell you that you'd find what you were looking for? And that you might not like it. You didn't believe me, right? But I am happy that you kept looking until you found the truth. But even then, it was always about your ego. Sometimes you picked your own interests when given the choice, or chickened out instead of facing yourself. Sadly, at this point you will never learn the whole story. Still, you know just enough to understand why you must stop the clock now.
What happens when I do? Who knows? But one thing is certain. You'll destroy the beast. Do it for the three of us. Then I don't need to know anything more. Goodbye, Daniel. Ach ja? Also ich brauche noch mehr Informationen. Ja? For the three of us. Okay, also für Lea, für das Girl, für Eleonora. Ja, okay. Ich zerstöre das Biest. Aber ich weiß immer noch nicht, was genau da ist. Also was genau oder wer genau ist das Biest? Muss ich mich selbst zerstören? Nein. Nein. Das wäre auch die falsche Message. Muss ich meine alten Gedanken zerstören? Muss ich mit der Situation abschließen? Muss ich... Ich habe keine Ahnung. Aber wisst ihr was? Wir finden es raus. Komm her, Biest. Wir kommen der Sache näher. Was that really the beast? Looks like I won't have to fight him after all. Ja, aber wie? Womit? Ja? Nein? Merke, wenn du dich verstecken kannst, versteck dich. Oh, und merke auch, wenn du klettern kannst, dann klettere. Danke für die zwei beschissenen Stufen, die ich hochklettern musste. Die Uhr wird lauter. Könntest du bitte weitergehen? Ich fühle mich nicht wohl dabei. Wie? Ich will nicht schon wieder gesnackt werden. Wenn ich meinen Magic Stick auspacke, ne? Du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Ah, ich muss da durch, ich muss da vorbei. Ah. Ja, genau. Ich rutsche runter und sie snackt mich weg. Richtig gute Idee. Aber weißt du was? Let's go! Oder nicht? Vielleicht hilft's.
Palim, Palim. Tschüss, Spinne. Oh, endlich wieder klettern. Yay. Ich beeil mich ein bisschen. Ich weiß nämlich nicht, ob die Spinne nicht hinterherkommt. Wenn ihr einmal meinen... Oh ne, gut. Boah, diese Uhr, ne? Klettern? Kein Klettern. Aber starke Story, oder? Wenn wir es jetzt mal vergleichen, Martha is Dead haben wir jetzt auch gespielt. Auch krasse Story. Auch oh, Bonbonpapier, willst du mich verarschen? Hey Layla, soweit geht's uns ganz gut. Wir verkraften alle noch gerade so ein bisschen die Situation hier. Nee, das muss hier weitergehen. Aber Martha hatte ich keine Tränenaugen. Da bin ich bei dir. Björn, da bin ich bei dir. Ich schon jetzt gerade eben. So ein Motto wie verzweifelt. Ich sag da auch am Ende noch was zu, ne? Also, hier diese kein Ausweg sehen Situation. Das darf so nicht stehen geblieben. Das darf so nicht stehen bleiben, ja? Es muss. Und es gibt immer einen anderen Ausweg. Es gibt auch Menschen, die helfen einem. Bin ja auch selber Mitglied im Club der Depressiven. Ey, wir müssen da hoch. Ah, ich bin doch... Roland. Weil ich dumm bin. Ich komme hier dran vorbei. Mhm. Und es gibt wirklich viele Menschen, die einem helfen können. Ja. Da kann ich nur Mut machen. Aber wie gesagt, da werde ich nachher noch was zu sagen. Zack, zack. Zack, zack, zack. Gut. Man muss auch mal einen Schritt nach unten, um wieder Schritte nach oben zu machen. Hat das Klettern irgendeine Bedeutung? Also, wenn ja, bin ich mir noch nicht so sicher, welche. Okay, ich kann gerade nichts machen. Verzögert nur das Ende, ist so. Jo, nimm mal mit. Ich glaube, das brauchen wir für die Uhr. Pack ein, wiegt nix. Ernsthaft, hast du das jetzt eingepackt? Wieso eigentlich nicht? Wir haben ein... Schlüssel, das sieht schon aus wie so ein Stückchen. Da könnte man gut in die Uhr stecken und dann einmal aufdrehen oder aufziehen oder sowas. Oh, okay. Wir müssen... Oh, ich habe Höhenangst, habe ich das schon mal erwähnt? Ich hätte es gedacht, dass es hier irgendwo eine Möglichkeit gibt, meinen Stab reinzustecken. Wenn du verstehst, was ich meine.
um hier rüber zu kommen. Scheinbar nicht so wirklich. Da liegt auch so ein Stein rum. Was? Ernsthaft? Muss ich nochmal nach oben? Muss ich nochmal nach oben? Hab ich was übersehen? Ich wäre jetzt da rumgelaufen, um da hochzukommen. Ja, der muss auf jeden Fall da hoch. Ja, der muss auf jeden Fall weg. Hey, Konterer, mein Lieber, grüß dich. So, Speed Climbing. Zack, 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 zack. Direkt hoch. Zieh, Junge! Ja, nimm den. Und den. Also richtig Speed Climbing war das jetzt nicht. Aber es wird reichen. Nein. Was? Nein, geh weg, du dreckiges Mistvieh! Ich will dich nicht! Nein! Yes, once again! Daniel? Es gibt alternativen Enden? Ernsthaft? Ja, muss es ja. Muss es. Wir haben uns ja dazu entschieden, dass wir unsere Erinnerung behalten wollen. Deshalb muss es ja alternative Enden geben. Ich kann mich nicht bewegen. Immer noch nicht? Das Wasser steigt. Nein, Mann. Nein. Okay, lass uns da kurz mal drüber reden. Ich weiß jetzt nicht, ob noch was kommt oder nicht.
Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er seinen inneren Dämon besiegt hat. Indem er die Vergangenheit aufgearbeitet hat. Indem er Sachen nicht mehr verdrängt. Deshalb braucht er auch dieses Amulett nicht mehr. Es gibt andere alternative Enden. Das glaube ich sogar sehr. Ich weiß nicht, ob das ein Happy End ist jetzt gerade. Es sieht nicht richtig nach einem Happy End aus. Muss man auch ganz klar sagen. Schwieriges Ende. Mich würde das alternative Ende auch mal interessieren. Mich ehrlich gesagt auch. Ich frage mal so, gibt es noch alternative Enden genau in dieser Situation? Also in der Situation, wo wir gerade mit der Uhr waren. Ich würde vorschlagen, die machen wir noch, oder? Wir nehmen den letzten Safe-Stand. Ich glaube, es gibt 6 verschiedene Enden. Aber das hätte man ändern können. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir die Uhr nicht lang genug angeguckt. Und ihr erinnert euch, mit den Fliegen hat nicht funktioniert. Warum auch immer. Ja, vielleicht hätten wir vorher irgendwas anderes machen müssen. Okay, aber dann lass uns das nochmal machen eben. The clock. I guess this is the last safe sand. Ja, wir gucken sich auch so eine Uhr näher an, wenn er so einen Biest hat. Da gebe ich dir völlig recht. Ja. 8 Enden schon das Ende. Okay. Was passiert, auch wenn dieses Monster uns kriegt? Das wäre ja auch nochmal ein alternatives Ende, wisst ihr? Okay, wir gucken uns mal genauer an. Hier können wir das Ding reinhauen. Hier passiert nichts. Hier ist auch nix. Das Vieh kann man auch nicht umbringen. Nothing happened. Das ist scheinbar kein Ende. Okay, was? Chat, was hätte ich noch anders machen können? Was hätte ich noch anders machen können, außer dieses Teil hier reinhauen? Was hätte ich noch machen können? Gebt mir ein Zeichen. Ah, die Herzen zerstören. Dein Herr der Fliegen-Ding hattest du nochmal irgendwo auffüllen können. Mhm.
Ganz am Ende wieder ins Auto steigen und fahren? Wo war denn da bitte ein Auto gerade? Ach, am Anfang. Ey, yo. Am Anfang, yo, alles klar. Eine Überlegung von vorhin denken, dass das Kreuz ein Schlüssel sein könnte, müsste man ja ein Schlüsselloch geben, wenn wirklich so sein sollte. Ja, ich habe wohl keins gesehen. Alle Seiten des Zelle-Tagebuchs entschlüsselt, gibt es nochmal eins. Ja, wir haben nicht alle Tagebuchseiten, ne? Ja, hier die Seite fehlt noch. Das sind 10, sind wir durch. Hier fehlt tatsächlich 2 Seiten. Hier. Da sind schon ein paar Seiten, die wir nicht haben. Und wenn man alle Seiten... Ja, okay. Aber mein Herr der Fliegen-Ding hätte ich jetzt nicht nochmal machen können, ne? Also ich müsste das jetzt aufladen. Aber jetzt hier unten hätte ich nichts anders machen können. Sehe ich das richtig? Ja, welches Ende du kriegst, entscheidet sich vorher. Ah, okay, got it. Ich glaube, er muss von vorher schon was machen können. Okay. Okay, gut. Das Ende ist krass. Ja, es gibt alternative Enden. Okay. Aber die grundsätzliche Geschichte ist krass. Und wir hatten ja mehrere unterschiedlichste Vermutungen, was damit alles passiert. Jetzt ist Stella, unsere Tochter, hat sich wegen Alternativ, weil sie keine Alternative, keine anderen Möglichkeiten, keine andere Option gesehen hat, erhangen, weil sie sich mit 17 nicht verstanden gefühlt hat. Ich bin mir sicher, es gibt andere Menschen in einer ähnlichen Situation, nicht genau die gleiche, aber andere Menschen in einer Situation, wo man keinen Ausweg sieht. Ich möchte jetzt niemandem sagen, was er zu tun hat. Das ist nicht meine Aufgabe und ich bin auch nicht in der Position. Ich kenne nicht alle Personen, ich kenne nicht alle Schicksale. Ich kann halt nur auch aus eigener persönlichen Erfahrung sagen, es gibt Hilfe. Es ist nicht immer die erste Person und es ist vielleicht auch nicht die zweite. Aber es gibt Hilfe. Auch wenn der Weg vielleicht etwas schwieriger scheint. Ich bin mir absolut sicher, es gibt Hilfe. Ja? Darüber müssen wir jetzt einfach, muss ich auch nochmal sagen, das hatten wir bei Martha als Dad, hatten wir eine ähnliche Situation. Oder bei anderen Spielen. Aber gerade war es das Thema Depressionen. Da war ja noch nicht mal so klar, hatte eine depressive Phase. Und klar, das mit dem Stiefvater, der sie einfach vergewaltigt, ist untragbar. Gar keine Frage. Aber es ist auch die Situation ist nicht tragbar und da gibt es auch Hilfe. Ja, also Thema häusliche Gewalt, Thema sexuelle Belästigung. Und ich als Vater einer Tochter gehe gleich auf jeden Fall, es ist gleich 10:30, gehe nachher zu meiner Tochter und nehme die erstmal richtig fest in den Arm. Und gehe die knuddeln. Ja, und mir treibt sowas auch die Tränen in die Augen, wenn ich sowas dann sehe. Ende vom Lied. Krasses Game. Krasses Game. Hätte ich nicht gedacht. Am Anfang war es doch ein bisschen schleppend. Als ich das noch alleine gespielt habe, beziehungsweise dann on stream, aber keiner mir in dem Sinne helfen wollte, sollte. Jetzt haben wir das eher gemeinsam gespielt. Das war eine richtige Entscheidung. Absolut richtige Entscheidung. Wir sind viel flüssiger durchgekommen. Und die Story hat auch Fahrt aufgenommen. Ja, am Anfang war es noch ein bisschen schleppend, aber jetzt kam richtig Fahrt rein. Und in der Geschwindigkeit fand ich das gut. In dem Sinne, ich gönne mir jetzt erstmal einen Doppelkeks. Dann gehe ich hoch meine Tochter kuscheln. Und YouTube, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen hoch. Kommentiert. Welches Alternative hättet ihr gesehen, ja? Welche Theorie hattet ihr zwischendurch mal? Wir haben ja wildeste Spekulationen gehabt mit den unterschiedlichen Theorien.
In dem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.